Heute ein S8 von HomeTom. An das S8 kann man unter anderem einen USB-Stick anschließen und ein USB-on-the-go-Kabel liegt auch im Lieferumfang dabei. Zusätzlich noch ein Micro-USB-Kabel, ein Netzteil, bisschen Papier und eine zweite Schutzfolie, weil eine ist schon drauf. Das Gerät selber ist nochmal in einer Folie eingepackt und kommt ohne Bumper. Es hat einen Aufkleber mit den E-Mails drauf und einen auf dem Fingerabdrucksensor. Hat man die erstmal runter, was überraschend fummelig war, kann es dann noch losgehen. Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich der 3,5 mm Klinkenstecker. Mikrofoneingang, Micro-USB, ich verstehe nicht warum nicht USB-C, also ein Micro-USB-Anschluss und der Lautsprecher. An der rechten Seite gewohnt der Powerknopf und die Lautstärkenwippe. Mal was Neues, auf der Oberseite der Schacht mit der SIM-Karte. Und an der anderen Seite daher nichts. Gleich mal in den SIM-Schacht geguckt. Dual-SIM. SIM 1 als Micro-SIM und SIM 2 als Nano-SIM, wobei dort auch die Micro-SD-Karte reinkommen würde. Also entweder oder. Auf geht's zur Software. Welche einen mit einem kleinen Jingle begrüßt. Was mir als erstes ins Auge sticht, ist die Ausnutzung der Fläche. Sowohl oben als auch unten gerade mal 1 cm, wenn nicht sogar weniger. Wirklich ein sehr, sehr großer Screen. Und trotzdem lässt sich das Gerät super in der Hand halten und einhändig bedienen. Wenn ich das mit dem X18 von Qboard vergleiche, welches laut Werbung auch so schlanke Ränder haben soll, wird mir klar, warum ich für das X18 nicht mal ein Video gemacht habe. Aber kommen wir lieber wieder zum S8. Nachdem es dann gestartet und eingerichtet ist, muss ich sagen, dass es eines der flüssigsten Smartphones ist, was ich kenne. Der 8-Kern-CPU lässt nichts zu wünschen übrig und wird sehr gut durch die 4 GB RAM unterstützt. Leider ist das Gerät jedoch nicht bloatwarefrei. App-Lock, Documents2Go, Xander sind nur einige der Apps, neben den Google-typischen Apps. Dem Launcher fehlt außerdem ein App-Draw. Verschiedene Virenscans zeigen die Firmware aber Viren- und Add-up frei. Wie gesagt, 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher sind verbaut. Nicht täuschen lassen. Die Sicherungspartition nimmt ein paar Gigabyte ein, wird aber nicht als verfügbar angezeigt. Eigentlich richtig sogar so. Installiert ist Android 7.0 mit Patch Level auf August 2017. HomeTom hat zwar schon zwei Updates von Over the Air aufgespielt, ich bezweifle aber, dass es ein Update auf dem Patch Level oder gar zu Android 7.1 geben wird. Ein weiteres Highlight, womit viele werben, aber die meisten es doch dann nicht können, ist der Splitscreen. Zwei Apps parallel offen auf dem Bildschirm und frei wechseln. Über die Leistung habe ich ja schon gesprochen und die Benchmark-Tools zeigen das auch. Das Mittelklasse-Smartphone liefert echt gute 6600 Punkte bei 3D-Mark, 42.000 Punkte bei Antutu und bei Geekbench 600 und 2500 Punkte. Die Dual-Lens-Hauptkamera ist zwar nicht das Beste am Markt und nutzt auch die zweite Linse nicht wirklich aktiv, aber selbst im Innenraum sind die Aufnahmen hier sehr gelungen. Und die Testkarte zeigt bis auf ein paar Wackler von mir keine Problemstellen. An meiner Testbrücke, wo man sowohl den Schärfeverlauf als auch die Verschlusszeit erkennen kann, ist auch alles gut. Bei 800% Zoom zeigt sich jedoch an einigen Stellen eine chromatische Aberration. Auf der Front findet sich noch eine rote Notification LED, welche sichtbar blinkt. Es ist sogar eine Multicolor LED und leuchtet grün, wenn der Akku zum Beispiel voll geladen ist. In meiner letzten Testwoche ist das Handy mir sogar aus der Hosentasche auf Stein gefallen. Bis auf diese Lackstelle ist jedoch nichts passiert. Das IPS-Display ist kein Full HD und erkennt 5 Finger. Entgegen manch anderer finde ich kein Full HD, jedoch kein No-Go. Auf der Bildschirmgröße und einer Armlänge Abstand hat das Auge eh seine Probleme, den Unterschied zu erkennen. Und die Streaming-Dienste, wie hier Sky Go, Netflix oder Amazon Video,
sind aktuell eh noch sehr sparsam, Full-HD-Inhalte an Android-Geräte zu streamen. Zumindest laufen die Dienste alle problemlos. Richtig zur Geltung kommt dabei der 18:9 Bildschirm, wenn man die Android-Steuerelemente ausblendet und das Video den ganzen Bildschirm einnehmen kann. Ein Traum. Ein Blick unter das Kleid zeigt, dass HomeTom einem die Wahrheit in der Speck gesagt hat. Die Anzahl der Sensoren ist mir in der Preisklasse jedoch auch noch nicht untergekommen. Selbst ein Magnetfeldsensor ist dabei und der geht. Die Ergebnisse verschiedener Testtools sagen alle dasselbe. Also mein Fazit zum HomeTom S8. Unter allen von mir bis dato getesteten Smartphones ist es der absolute Preis-Leistungssieger.